Hallo zusammen und herzlich willkommen zum versprochenen Fragen und Antworten Video. Ich habe Fragen von ein paar Personen gekriegt. Ich blende die Person hier im Bild ein und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lang rum, sondern fangen direkt mal mit der ersten Person an. Ich habe hier mein Handy parat. Also, die Person blende ich ein. Ne? Die sage jetzt nicht dazu. Also die erste Person. Meine Frage fürs Fragen und Antworten Video. Was hältst du von Bernd Television und was sagst du zu seinen Videos über dich? Naja, was soll ich da viel dazu sagen? Ich denke mal halt meinen Teil. Ne? Aber gut. Dann, die nächste Person. Kannst du mal ein Statement zum Thema Bären-Television machen? Ich denke, das wäre jetzt eher nicht so gut, wenn ich dazu ein Statement mache, ne? Weil, was soll's? Lass mal's machen. Ihr habt meine Ruhe. Ihr habt eure Ruhe. Lass mal's einfach. Dann die nächste Person. Oh ne, der hat ja gar keine Frage gestellt, oder? Tundercheck oder Tundercheck. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Person habe ich ja eingeblendet gehabt, aber ich habe jetzt nicht mehr gewusst, ob der mir nochmal eine Frage gestellt hat. Der hat nochmal eine Frage gestellt. Und zwar, in welchen Asterix-Charakter findest du am besten und warum? Naja, also in Asterix, da finde ich der Drubadix am besten. Der Drubadix, das ist der, der wo immer versucht, den ganzen Gallier was vorzuspielen auf seiner Harfe oder was das ist. Ne? Drubadix, ich weiß es nicht, ob man den sieht in die Heftler, also so vorne dort. Auf jeden Fall ist es der mit seiner Harfe. Und den finde ich halt am besten, weil der immer wieder versucht, dass er was vorspielen darf. Aber es wird ihm leider verwehrt, weil er entweder eins mit dem Hammer drauf kriegt. Also, weil die das einfach nicht wollten, die Gallier. Ja? Darum finde ich den am besten. Dann die nächste Person, das ist jetzt eine neue Person, die wo eine Frage gestellt hat. Glaubst du, dass der Bitcoin sehr zeitnah wieder neue Allzeithochs generiert oder wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um short zu gehen? Also da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, also ich kann das nicht beantworten. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Dann die nächste Person. Hi Max, ich wollte fragen, wie geht es eigentlich Basti, Loredana und deiner anderen ehemaligen Mulle da? Also, die dritte, die gibt's nicht mehr, die ist vom Sperrmüll abgeholt worden. Die ist irgendwo unterm Sperrmüll begraben. Der einen geht's gut, also ich möchte jetzt nicht so viel sagen drüber, sonst gibt's wieder Beschwerden, dazu sage ich nichts und an Basti geht's gut, die haben letztens wieder abhauen sehen mit dem Fahrrad, bin nicht mehr hinterhergekommen, sonst hätte ich mit dem Gret, aber zur Zeit wegen Corona geht es auch nicht, dass ich mit dem Basti rede, sonst hätte ich schon lang gemacht, glaubt's was. Aber sobald Corona einmal vorbei sein sollte, was eigentlich meine Befürchtung ist, dass man ewig geht, dann mach ich's.
dann kommen wir zur nächsten Person. Wie lange wirst du noch YouTube machen? YouTube werde ich machen, solange es mir Spaß macht und solange ich Leute unterhalten kann. Ne? Weil ich mache ja YouTube hobbymäßig und ja, ich möchte einfach Videos machen, die wo zur Unterhaltung dienen, so wie die, wo mit Geld YouTube machen. Das mache halt ich ohne Geld und ich möchte einfach versuchen, ich zu sein. Ich möchte keine Maske aufsetzen, also ich möchte keine Maske sein, wie man dazu sagt. Aber gut, ich werde YouTube auf jeden Fall machen, solange es mir Spaß macht und solange ich merke, ja, es gefällt Leute, was ich so mache und es gefällt mir, was ich so mache. Ja, dann die nächste Person. Wie sieht's mit neuem Equipment aus? Und was sind deine Pläne für die Zukunft? Also, Pläne für die Zukunft muss ich auch mal gucken. Also momentan während Corona kann ich ja eh nichts mehr planen. Also von daher muss man mal gucken. Dann haben wir die nächste Person, die hat zwar keine Frage gestellt, aber auch was Wichtiges, was sie jetzt beantworten möchte. Hi Max, ich will die Hüllen sehen unter deinem letzten Video, wo du aufgerufen hast, dir Fragen zu stellen. Habe ich 15 Fragen geschrieben, den Kommentar hast du leider gelöscht, daher mache ich das lieber nicht mehr. Hans Dampf, ich habe nichts gelöscht, ich habe es dort gelassen, ich habe mir sogar die Fragen durchgelesen und habe mir sogar schon überlegt, ob ich dir beantworte, aber ich hab's ja selber nicht mehr gefunden. Also, tut mir leid, ich hab's nicht gelöscht. Ja, ansonsten waren das jetzt alle Personen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage Nee, ich hab keine Frage übersehen, ich hab gerade nochmal nachguckt. Das waren jetzt die Fragen. Und die Hüllen werde ich im Lauf der Woche oder morgen sogar schon, vielleicht zeige ich es sogar im Kaffeeklatsch. Na, geht ja gar nicht. Am besten Montag oder so, da zeige ich das dann. Weil morgen bin ich in der Firma Braut, da schleppe ich nicht die ganzen Hüllen mit. Also entweder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder im Riegel Freitag. Muss man mal gucken, wie wir es machen. Und ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Fragen sind, ich schaue mir ja immer in YouTube so ein bisschen um, was so gut ankommen könnte. Und da habe ich bei einer ein Video gesehen, und zwar hat die zum Thema Hattest du schon mal, ne, aufgerufen, dass man ihr zu dem Hattest du schon mal Fragen stellen kann. Und ich hab mir gedacht, das probiere ich jetzt auch mal aus. Mal gucken, ob da geeignete Fragen kommen. Und ich würde sagen, ihr könnt mir im Laufe der Woche unter die Videos in die Kommentare schreiben, so Fragen schreiben zum Thema Hattest du schon mal. Und und dann mache ich wieder am Samstag ein zweites Video. Dann machen wir es wieder so, also ihr könnt die ganze Woche, hattest du schon mal Fragen stellen, unter die Kommentare, wenn euch was einfällt. Und am Samstag nach Max grüßt, mache ich nochmal ein Video, so wie jetzt, also in der Früh Max grüßt und am Abend, weil ich bin ja dann wieder bei meiner Oma tagsüber, und am Abend, da wird er in aller Ruhe die Fragen beantworten, so wie heute. Also ich finde das irgendwo angenehm, wenn man das dann abends noch so gemütlich machen kann, die Fragen beantworten und so. Und deswegen, wie gesagt, ihr könnt die ganze Zeit morgen bis ausschließlich Samstag kurz vorm Video drehen, hattest du schon mal Fragen stellen in die Kommentare. Genauso wie in Instagram, Twitter und Facebook.
Ansonsten war's das. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, wenn ihr draufklickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, die stehen hier im Bild und in der Videobeschreibung. Die letzte Videobeschreibung habe ich übrigens schon nachgeholt. Die steht jetzt schon. Und ich habe auch den zweiten Kanal verlinkt, wäre ja wie immer unter in der Videobeschreibung. Und das wäre ja auch hier so machen. Also ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, ist in der Videobeschreibung und hier im Bild. Ihr könnt mir Post schicken, wohin, steht auch in der Videobeschreibung. Und mein zweiter Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Mit Max on Tour ist es so, wenn das Wetter draußen passt, mache ich immer im zweiten Kanal Max on Tour. Ne? Den zweiten Kanal habe ich ja extra für Max on Tour gemacht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag, Abend. Habe die Ehre, wir sehen uns.